Hallo und willkommen zurück zu AO International Tennis. Wir sind im Halbfinale von Wimbledon 2019. Es kommt wieder zum Klassiker. Rafael Nadal und Roger Federer stehen sich im Wimbledon Halbfinale zum 40. Mal gegenüber. Oh Baby, es ist einer der Traumrivalitäten. Es ist einer der größten Rivalitäten überhaupt. Ich nehme Aufschlag. Wir spielen mit Rafael Nadal. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich habe so richtig Bock auf das Spiel und ich habe richtig Bock auf das Halbfinale. Viel Spaß und los geht's. Mann, warum spiele ich mit Rafael Nadal und nicht mit Roger? Oh, da kriegt er. Eins ausgespielt. Warum spiele ich mit Nadal und nicht mit Federer? Wie soll ich sagen? Ich möchte, dass Nadal gegen Djokovic im Finale spielt. Denn ich liebe die Paarungen zwischen den beiden. Wie die beide sich gegenseitig immer anheizen. Ich liebe es. Aber nichts gegen die Rivalität zwischen Nadal und Federer. Mann, das waren die Traummatches der 2000er. Eieiei. Ah. Man sieht doch schon, wie es läuft. Nadal, der 18-fache Grand Slam-Sieger gegen die Legende Federer, der 20-fache Grand Slam-Sieger. Mann. Es sind zwei richtige Legenden, die immer noch spielen. Und immer noch so weit kommen. Eieiei. War da im Aus? Ich challenge mal lieber nicht, vielleicht brauche ich später noch ein paar Challenges. Nadal war ja an Nummer 3 gesetzt bei Wimbledon, obwohl er der Weltranglisten Zweiter ist. Und er hatte wirklich ziemlich krasse Gegner, also man muss schon sagen. Er hatte Kyrgios, er hatte Tsonga, er hatte Querrey und jetzt dann noch Federer. Wenn der jetzt dann noch ins Finale kommt, das ist ein richtig harter Weg, den er hinter sich hatte. Respekt an Nadal, dass er immer noch gegen die jungen Spieler, ein Ass, 240 km/h, dass er immer noch gegen die Jungspunde gewinnt. Und genauso Federer. Hey, was macht der? Federer braucht man gar nicht zu sagen. Der ist 37 Jahre alt und gewinnt immer noch gegen die ganzen Spieler. Djokovic ist auch schon 32 Jahre alt. Und Bautista Agut ist auch 31 Jahre alt. Das Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren in diesem Halbfinale. Das ist schon krass. Und ich finde es extrem besonders krass, ja krass, das dritte Mal, dass ich das Wort jetzt sage, ist, dass die drei Typen, Nadal, Djokovic und Federer, dass sie immer wieder weiterkommen, immer wieder ins Halbfinale, immer wieder. Das ist einfach nur eine Top-Leistung. Wie können die jüngeren Spieler dagegen anhalten? Ich würde mal sagen, einfach mal hart trainieren. Ich glaube, die träumen, schlafen und leben Tennis. Und jetzt ist Eck. Super. Rafa. Advantage Nadal. Komm schon, Vorteil. Ja, gereicht. Super Nadal, 1-0 für uns. Game. Der Matador aus Manacor. Und Rafael Nadal hat gesagt, ich freue mich sehr, wieder in einem Halbfinale zu stehen gegen Federer. Also die wollen sich nicht aus dem Weg gehen, die freuen sich noch gerade, das gegeneinander spielen. Und von der Statistik her ist es auch einigermaßen ausgeglichen. Die haben ja auch ein sehr respektable Beziehung zueinander. Sind eigentlich schon angefreundet inzwischen durch die Rivalität. Ist ja nicht so, dass sie sich hassen, sondern wirklich sportlich Konkurrenz. Top. Und haben sich dann noch einmal einen Weg gefunden, dass sie auch miteinander zurechtkommen. Und auch Spaß haben, machen auch gerne so Showmatches. Und ja, komm schon. Ich springe gut unter Druck. Sehr gut, Nadal. Man muss auch bedenken, 2008 war es so, dass Nadal Wimbledon gewonnen hatte. Und das Finale war gegen Federer und das ist einer der geilsten Matches, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Und das Match kann man auch auf YouTube schauen. Also Wimbledon hat seinen eigenen YouTube-Kanal und die haben dieses Match auch hochgeladen. Ich empfehle jedem, dieses Match zu schauen, der irgendwie Bock hat, sich mal so Tennis-Matches anzuschauen.
auf jeden Fall legendär, dieses Match. Einfach nur episch. Und ja, Respekt an Nadal. Mein Gott, wir haben 3 Breakbälle. Ich habe gar nicht drauf geachtet gerade. Komm schon. Ins Eck. Ins andere Eck. Und nochmal ins andere Eck. Super. Rafa. Ja. Si. Vamos. Nadal hat auch in einem Interview gesagt, Roger fühlt sich gut. Aber ich auch. Auf der einen Seite geben die dem anderen Respekt, auf der anderen Seite wollen sie sich selbst auch pushen, um den anderen kein Momentum zu geben. Richtig gut. Interessiert mich gerade wirklich. Ich hab richtig Bock. Hohoho! Roger! Kannst du auch den Stopp hier holen? Oh, der fliegt jetzt aus, glaube ich. Der nimmt ihn trotzdem. Super! Rafa! Oi. Da guckt er. Der Roger. Ich dachte, ich könnte ihn ausspielen. Aber falsch gedacht. Es ist die Legende. Boah, ja, super. Ich habe ihn unter Druck gesetzt. Okay, 30-15. Ah, schade. Oh. Werde ich da nervös? Was aber auch Nadal gesagt hat. Die vielen Matches gegeneinander sind ja legendär. Aber eines herauszuheben, was Nadal so am besten fand, ist aber schwierig, hat er gesagt. Was er noch gesagt hat, ich weiß es nicht. Wir haben schon so viele große Schlachten gegeneinander ausgetragen. 2007 oder 2008 zum Beispiel. Das waren jetzt Anmerkungen von mir. Das waren die legendärsten Jahre zwischen den beiden. Aber nochmal zu seinem Zitat. Diese 2 Spiele waren emotional sehr intensiv. Für mich ist es das Spiel 2008 Wimbledon, das was ich jetzt vorhin erwähnt hatte. Aber ich bin auch sehr froh, Teil dieses Spiels von 2007 gewesen zu sein. Danach haben wir überall auf der Welt gegeneinander gespielt. Außer in New York. Mann. Also in New York, da meint die US Open. Da haben die nicht gegeneinander gespielt. Kommt immer drauf an, wie man gesetzt ist und so weiter, was sich dann ergibt. Nadal hat auch viele Verletzungen gehabt. Eieiei. Und jetzt aus, ich habe einen Matchball. Okay, wird Rafael Nadal ins Finale der Wimbledon Championships 2019 einziehen? Finden wir es heraus. Ja! 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 Rafael Nadal ist im Finale von Wimbledon 2019. Respekt an Roger Federer. Tolles Match. Aber der Matador aus Monaco hat es geschafft. Er hat einfach einen Riesenlauf. Er hat die ganzen Gegner in dieser Zeit besiegt. Es war nur für ihn selbstverständlich, jetzt den Nächsten zu besiegen. Auch wenn es die Legende, der legendäre Roger Federer war. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.